Wach auf, Kenway. Ist Thatch da? Der brach heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. Joa, ist schön hier. Könnte ich mir auch vorstellen, hier zu wohnen. So, neues Missionsziel. James Kidd folgen. Also, der Frau, die ein Mann ist. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Aber ich finde das immer noch ein bisschen merkwürdig mit der Synchron. Sieht auch aus wie eine Frau, hat aber einen Männernamen. Gut, Leute, na dann, folgt mir der mal. Oder dem. Weiß. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich hab was gefunden. Ja, was denn? Das musst du sehen. Okay, ich bin gespannt. Wo denn? Hey. Komm her, Mann. Ja, ich mach doch schon. Also ich glaube, es ist eine Frau, so von der Art und Weise. Nicht Spaß. So, da sind wir. Komische Dinger, oder nicht? Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen? Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen. Okay. Konzentriere dich auf all deine Sinne. Sehe durch Schall und Schatten tief in die Materie. Bis du etwas siehst und hörst, eine Art Schimmer. Einen Schimmer. Du verstehst mich? Ich denke ja. Ich habe es bereits gesehen. Ein Leuchten wie das Mondlicht auf dem Meer. Wie? Ja, ich kenne das Gefühl. Ich habe es seit meiner Jugend. Das hatten wir schon mal. Als nutzte man alle Sinne gleichzeitig, nicht? Geräusche sehen und Formen hören. Welche Kombination? Okay, das ist genau wie das, was wir schon mal hatten. Wartet mal. Was macht denn hier am meisten Sinn? Das so hier wahrscheinlich, würde ich schätzen, ne? So. So. Muss eigentlich jetzt passen. Hallo? So, sehr gut. Alle Männer und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgene Intuition. Ich kann das schon mein ganzes Leben. Nur dachte ich, es hätte irgendwie mit meinen Träumen zu tun. Oder so. Die meisten finden es nie. Gucken wir mal. Bist ein talentierter Mann, Edward. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nichts zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. Ein paar Dutzend. Naja, dann noch mehr Sammelspaß. So. Okay, jetzt haben wir hier sozusagen wahrscheinlich alle, die es hier gibt auf der Karte. Okay, gut zu wissen. Verlassen. Ich habe hier noch etwas gefunden. Ich glaube, dieses Geheimnis liegt dir schon eher. Das ist der Stoff aus dem Rätselsand. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr talentiert unser Edward. Aber wen überrascht das bitte? Wen überrascht das bitte? Bei den Nachfahren. Nicht schlecht, oder? Joa. Da wären wir. Was denkst du? Ich glaube, Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse.
Ei, und sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. Das werden wir wohl bald rausfinden. Was glaubst du, erwartet uns da oben? Eine schöne Aussicht. Davor würde ich gerne erstmal die Truhe hier aufmachen, oder geht das nicht? Ist zumindest nicht eingezeichnet. Nope, geht nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal die Treppe nach oben. So wie ich Ducasse kenne, wäre ich nicht überrascht, ausgefuchste Folter- und Mordinstrumente zu finden. Eine eiserne Jungfrau oder eine Sammlung Daumenschrauben. Oder den Fürst der Finsternis. Schön. Schon mal kein guter Anfang. Das aber ist ein pfiffiges Ding. Nicht so schön. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. Nummer eins. Fehlen noch vier. Ei. Es mag sein, dass diese vier Templer sie haben. Siehst du den Namen hier? Sie wurden entsandt, um diese vier Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havanna verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl, wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. So, okay, haben wir also hier die nächsten Ziele dann. Templerjagd. Auch Templerjagd. Geldgewinn, Mittel. Cool, da gibt man dann schon mal ein bisschen mehr Kohle, wie es aussieht. Okay. So, hier ist aber eine Truhe. Die hebe ich erstmal auf, Leute. Joa. Zwei Upgrades in der Zeit in der Kajüte des Kapitäns verfügbar. Da müssen wir dann gleich mal nachgucken. Was haben wir hier? Ah, okay, das ist das mit den Schlüsseln einfach nur. Alles klar, ich verstehe. Schade, dass wir die Truhen hier nicht aufmachen können. Da sind bestimmt auch tolle Sachen drin, ne? Hier kommen wir nicht durch, oder was? Okay, hier geht's auch nicht raus. Dann müssen wir wohl wieder zurückgehen, so wie es aussieht. Was haben wir denn hier noch? Ah, hier geht's raus. Super. Ist aber schon ein geiles Anwesen, kann man sagen, was man will. Hier hat noch ein bisschen was zu trinken. Aber egal. Machen wir wieder zu James zurück. Wir können mal ganz kurz gerade schauen, ob wir irgendwas noch näher haben, was sich noch lohnt. Aber nö, sieht nicht so aus. Alles klar. Wobei, nee, hier den Aussichtspunkt können wir vielleicht noch mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Ist ja gleich in der Nähe. Kommst du hier hoch? Sehr gut. Ja. Gut, das ist nicht so schwer zu erreichen. Das krieg ich ja dann sogar hin. So, B. Yeah. Nee, ist wirklich, wirklich schön hier. Also seine Vorstellung da, hier vielleicht mit seiner Frau zu wohnen und so, kann ich irgendwie nachvollziehen. Na gut, dann machen wir runter wieder. Batsch. Und dann ab ins Boot. Und da haben wir jetzt erstmal wieder gut zu tun, so, ne? Wenn wir da hier die Assassinenjagd oder Templer, nee, Templerjagd. Assassinenjagd, das ist ja eher machen müssen. Hieß es ja, vier Ziele an der Zahl, damit wir jetzt die Schlüssel bekommen. Und vielleicht den Assassinen noch ein bisschen helfen können, das war ja nicht so verkehrt. So, erstmal wieder aufs Boot drauf. Warte mal. Ah, nee, hier muss man lang. Und so wie ich das verstanden habe, könnte man sich jetzt hier auch eine Flotte aufbauen, sozusagen. Weil wir jetzt hier eine gute Anlegestelle haben. Oh nein! Komm mal hoch hier. So. Okay, wir sollen hier hin. Naja. Du willst uns verlassen? Diese Bucht passt besser zu dir, Edward. Besser als dieses Kostüm jedenfalls. Oh, nun komm schon. Wir sind Piratenkids. Wir nehmen, was wir wollen und sind, wer wir wollen. Freie Männer. Doch das passt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Wie bin ich denn? Das ist oft schwer zu sagen. Eins ist sicher, du magst gefährliche Prisen. Wie das Observatorium? Ich glaube, du weißt mehr darüber, als du in Nassau verraten hast. Das ist dir aufgefallen, ja? Triff
treff mich bei 20 Grad, 3 Minuten nördlicher Breite vor der Küste Yucatans. In ein paar Wochen kann ich dir dort was Hübsches zeigen. Naja, wenn es eine Frau ist. So, Mission beendet, die alte Bucht. Ja gut, das war jetzt nicht so schwierig gewesen. Aber wir haben deswegen jetzt noch sehr viele neue Sachen aufbekommen. Schön. So, Upgrades wird den Unterschlupf auf Crate in Nagua. Treffen Sie sich mit Ihrer Mannschaft, um verfügbare Upgrades für Edwards Versteck auf Crate in Nagua zu kaufen. Alles klar. Dann gehen wir erstmal zum Ausrufezeichen. So, mal rüber. So. Runter bitte. Was gibt's Neues, Edward? Joa, nicht viel. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal viel zu tun, Leute. Ja, der Captain ist wieder da. So, Steuerruder. Nee, wartet mal, wir machen mal ganz, oder wollen wir dann später? Wir machen dann später in die Kajüte rein, passt schon. Captain, steuert! Wir haben jetzt sowieso nicht so viel Geld. Diesen Ort verlassen, den See stechen. Ja, bitte. Dünn, Hinweise halten Sie, Abby, um die Informationstafel zum aktuellen Ort anzuzeigen. Aha, Captain. Wir haben einen Haufen Seekarten und Logbücher und dergleichen in diesem Dorf gefunden. Sie liegen sortiert in der Kapitänskajüte der Jackdaw. Echte Wertarbeit. Mhm. Seekarten und Logbücher könnten hilfreich sein, wenn wir entscheiden, eine eigene Flotte zu bauen. Das dachte ich mir auch, Captain. Sieh es dir mal an und sag mir, was du denkst. Weißt du. Ach ja, so muss er nicht überall hochklettern hier, Edward. So, zur Flotte. Kenways Flotte. So Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Ich habe mir das jetzt erstmal in Ruhe angeschaut, das System, dass ich das jetzt schnell erklären kann. Und ich die ganze Zeit hier rumstocke und nicht weiß, was ich machen soll. Also, letztendlich ist es jetzt hier so ein bisschen das Flotten- und Handelssystem oder Menü. Hier haben wir unsere Flotte. Momentan haben wir hier die 2 Boote, haben wir glaube ich geentert. Das hatte ich mir eben noch gekauft. Das stand am Anfang direkt zur Auswahl. Wir haben jetzt hier einmal eine Brig. Das ist eine Brig, ne? Ne, das ist ein Schoner. Noch ein Schoner und eine Brig. Ja, die 2 haben wir glaube ich geentert. Dann hier können wir auch weitere Docks kaufen, wenn wir wollten. Eins ist noch verfügbar, das heißt, wir hätten nur 1 Slot frei für ein Boot. Hier können wir noch welche freischalten. Kostet, glaube ich, 20 Diamanten, steht auch da. Momentan haben wir 105. Was jetzt nicht geht, ist ein neues Boot kaufen. Also wahrscheinlich müssen wir dann wirklich, um den Slot zu füllen, dann noch ein Boot entern, so wie es aussieht. So, hier haben wir die Seekarte. Hier haben wir die ganzen Handelsrouten, wo wir die Handelsmission machen können. Ist jetzt hier irgendwie ein Unterschied zwischen, es gibt sichere Handelsrouten, dann riskante und gefährliche. Man kann die auch säubern, die Routen, und sicherer machen. Das geht auch. Das können wir ja gleich mal ausprobieren. Hier, südliche britische Kolonie. Seeschlacht. Müssen wir jetzt noch ein Schiff aussuchen. 100%. Und hier kann ich auch eins nehmen. Auch 100%. Dann nehmen wir einfach einen Schoner. Krass, der Schoner reicht aus. Ist ja nur ein Kanonenboden. Das ist anscheinend irgendwie ein bisschen beschädigt. Schlachtbeginn. Das ist ja ziemlich minimalistisch gemacht. Das wird jetzt auch nicht lange dauern. Feuerfass abfeuern, bitte. So. Also keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich würde das lieber selber ausführen, so wie es im Spiel ist, aber egal. Sieg, großartig. Naja. Und wir haben dafür wieder Rohstoffe bekommen und auch 5 Diamanten. Und wir haben das jetzt sicherer gemacht, auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich noch sicherer gehen, könnte ich mir vorstellen. Der Südatlantik ist ein bisschen schwieriger. Wartet mal. Ah nee, das lassen wir erstmal. Ich werde jetzt erstmal noch zeigen hier, wie das abläuft dann mit den Handelsmissionen schnell. Hier im Golf von Mexiko habe ich nämlich schon eins losgeschickt. Hier. Insgesamt hat das 20 Minuten gedauert. Das ist jetzt schon 6 Minuten unterwegs und 14 Minuten wird es noch dauern und bringt da 15 Mal. Was sind die Blätter? Tabak oder so? Ich habe absolut keine Ahnung. Könnte Tabak sein. 15 Tonnen hin und wir kriegen dafür 300 Real und das dauert halt noch 14 Minuten. Es gibt da anscheinend auch Missionen, die bis zu 8 Stunden dauern, wo wir aber dann richtig viel Geld bekommen. Das Problem ist aber, das geht vor allem dann erstmal nur bei den Routen, die sehr unsicher sind. Und ich glaube, die kriegen wir auch noch nicht befreit, weil unsere Flotte zu klein ist. So, hier können wir jetzt noch welche losschicken. Hier genauso. Machen wir das mal. Der kann wohl nicht genug mitnehmen, der Schoner. Okay. Ja, dann nehmen wir die Santa Luis, die Brig. Können wir erstmal reparieren. Bestätigen. Schiff repariert. Großartig. Jetzt schicken wir sie mal los hier. Schiff ausgelaufen. Sehr gut. So, das dauert jetzt 25 Minuten. Wie sieht's hier aus? Hier müsste auch der Schoner, weil der kann... Okay, also das rechts unten ist immer die Kapazität, die er braucht. Ich verstehe. Schicken wir auch gleich noch los.
Und das Geld kriegen wir dann natürlich angerechnet, sobald die Zeit abgelaufen ist. Und dann müssen wir wahrscheinlich immer wieder erst in die Kajüte, um das neu zu starten. Dementsprechend macht es natürlich mehr Sinn, die auf längere Missionen zu schicken, damit man das nicht ständig erneuern muss. So, wir haben kein Schiff mehr. Und hier haben wir unsere Schiffe auf See, alles klar. Geht das noch weiter nach rechts? Nee, ne? Okay. Ich würde mal noch ganz kurz gucken, wir können wirklich kein Boot kaufen. Na, dann hole ich mal noch ein paar Docks, dass wir jetzt ein paar Boote ändern. Vielleicht, wenn wir unterwegs sind und die nächste Mission machen, würde ich einfach mal sagen. Dock hinzufügen. Ja, machen wir mal. Hier auch gleich nochmal. Jetzt kostet es schon 50. Jetzt kostet es schon 50. Naja, dann... Ach komm, die 50 hauen wir jetzt auch noch raus hier. Boot kann ich ja leider nicht kaufen. Was steht hier? Schiffe kapern, um an Missionen teilzunehmen. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Naja, gut, dann tun wir noch das Dock hier noch freimachen, fix. So. Und dann können wir jetzt noch 3 Boote kabern, damit unsere Flotte größer wird. Und maximal bis zu 15 Schiffe, okay. Und oben haben wir dann unsere Waren, die wir haben. Und ich kann so mal ganz kurz Seekarte und ich zeig mal das noch fix hier. Ah, nee, kann ich gerade nicht, weil bei der sehr gefährlichen war, wie gesagt, was gewesen hier. Diese Orange, das ist das, glaube ich. Dass wir für 8 Stunden hätte das gedauert und hätten aber dann irgendwie 2000 Real bekommen oder so, oder 3000, ich weiß es nicht. So, Flotte verlassen bitte, können jetzt erstmal nicht mehr machen. Ich denke aber, das System hat jetzt jeder kapiert, nachdem ich es auch verstanden habe. Und wir haben sogar eine Herausforderung beendet, großartig. So, gut, nächste Mission, das Ruder der Check da übernehmen. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Okay, dann gucken wir mal ganz schnell gerade, wie weit der Spaß weg ist. Auf jeden Fall haben wir ja einige Boote. Wir brauchen ja Boote. Wir haben ganz viele Slots frei. Alter. Okay, nee, da bauen wir ein paar Zwischenstationen ein, würde ich sagen. Die ganzen unentdeckten Orte. Und ich würde gerne mal die Festung hier ausprobieren, ob wir da jetzt eine Chance haben. Geldgewinnmittel. Kannst du mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall ein ziemliches Kackwetter gerade. Sag mal hier, ein Schoner. Ah, die Schoner will ich nicht ändern. Die Schoner werde ich jetzt einfach immer zerstören. Und das Reibgut einsammeln. Da machen wir zwar nicht ganz so viel, wie wenn wir sie entern würden. Aber es geht schneller. Da haben wir ja schon. Ah ne, einmal müssen wir noch schießen. Zwei Beuten bitte. Gib mal in Deckung. Alter, hier sind solche Scheißfässer. Kacke. So, die machen wir auch noch platt. Dann sind sie schneller. Gucken wir jetzt noch irgendwie. Ah, das Ding brennt sogar schon. Aber vielleicht um unser Boot zu reparieren. Ja, wir machen das erstmal platt. Das ist ja auch noch. So, Beuden. So, das tun wir aber auch noch gleich kaputt machen. So. Dann kriegt's einsammeln. Na komm. Aber es scheint langsam ein bisschen aufzuklaren, oder? Also man sieht ja zumindest mal ein bisschen die Sonne. Verfolger ansehen. Alter, scheinen wir so ein Piratenschiff zu sein oder so, sowas mit roten Segeln bestimmt. Probieren wir es mal, würde ich sagen. Alter, was ist denn hier los? Wurden getroffen, Sir. Einholen und nimm die Kettengeschosse. Okay, den holen wir noch schnell weg hier. Da sind sie am empfindlichsten. So, gleich nochmal. Sind bereit, Sir. Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht. Ja. Ich lehne mich jetzt mal mit dem Boot an, ich will es mal ausprobieren. Wenn wir das zu... Was ist denn das für eine Stufe? 17. Können wir schaffen. Denke ich. Ist ja wie eine Frick. Und das würde ich gerne noch meiner Fregatte anschließen hier. Ist ja cool, wenn es gelingen würde. Schauen wir mal. Achtung. Feuer. Da ist sie am schwächsten, Captain. Feuer! So, gleich nochmal. Da, Captain. Da sind sie am empfindlichsten. Ja, das sieht gut aus. Alle Segel, sie verträgt das. So sieht's aus, so sieht's aus, so sieht's aus, so sieht's aus. Yeah. So, wir langsamer. Wir dürfen uns nicht rammen lassen hier. Da müssen wir jetzt aufpassen. Machen wir ein bisschen schneller hier. Einmal noch feuern. Y. So, 50% haben wir schon fast. So, Y. Ah, das sieht gut aus. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin.
Das ist doch viel cooler als eine Brick, so ein Teil. Na komm, so. Okay, dann müssen wir ein bisschen hinterher hier. Die wollen uns ran? Das können sie aber mal vergessen. Okay, okay, schnell, 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 schnell. Und jetzt Minen werfen. Kann ich leider gerade nicht. Zumindest das Boot schneller als wir. Okay, langsamer wieder. So. Alter, das Boot ist aber auch schnell. So. Okay, jetzt können wir es ändern, Leute. Jetzt können wir es ändern. Es explodiert zwar alles da, aber das ändern müsste ja trotzdem gehen. Cool. Da kommen jetzt noch richtig viele, wie es aussieht. So, B gedrückt halten. Los geht's, Leute. Geht richtig cool. 10 Leute haben wir als Gegner. Okay. Geh mal aus dem Weg hier, bitte. Wir können es jetzt schon eher mal Sinn machen, irgendwie ein bisschen mit der Waffe zu arbeiten. Wartet mal, die Pistole haben wir ausgesucht, ja. Ich nehme aber erstmal das Ding hier. Wo war denn das gewesen? Hey! Sonst war da immer so eine mobile Kanone. Ich sehe sie gerade nicht. Na gut. Hammer. Also langsam können wir dann nochmal rüber machen. Am besten jetzt hier. Los geht's. So. Das war knapp gewesen. Komm her, mein Guter. Yeah. Das ist der Captain. Ah, da wurde gerade angeschossen, wie es aussieht. Oh, ist das der Captain? Ich weiß es nicht. So, komm da. Alter, der ist eklig. Verteidigung durchsprechen. Sieht gut aus. Komm da. Alter. Crew minus 1 schon. Alter, das ist hier ein bisschen härter gerade. So, jetzt hau mal drauf auf den hier, wenn er liegt. Sieht gut aus. So, den Konter hab ich leider nicht hinbekommen. Na komm. So, jetzt. Bam, den haben wir auch. Haben wir auch. So viel dürfte 2 hier noch. Ich weiß gar nicht, wen ich angreifen soll. Die mir markiert sind. Okay, wir haben es geschafft. Sehr nice. So, und das wollte ich jetzt gerne meiner Flotte hinzufügen, das Boot. Mal gucken. Geplünderte Beute. Das hat sich richtig gelohnt. Wir können das gerade in Kenways Flotte aufnehmen. Wir kaufen sie ihren Rum und Zucker für 225 Real an den Hafenmeister oder in der Kapitänskajüte. Ja, und das Boot dazu. Super. So, meine Guten, habt ihr Glück gehabt, ihr dürft bei uns mitmachen. Thank you.